Und jetzt können wir den frischen Papagei an die frische Stange hängen. Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich Geil. dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal Hohoho. jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni! Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Alter. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Was? Idiot! Idiot! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Natürlich. Haben wir direkt gesehen. Also, das fand ich ja jetzt gerade richtig geil. Alter, ey. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um. Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Arme Toni! Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Er ist so ein kluges Tier. Alter, ey, dieser Vogel, der ist ja wohl echt mal geil. Was haben wir denn hier? Eine Mühle haben wir. Wir haben Kram, 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 Kramhaken und Wie Coupons. war das gleich? Das sind... Ach Und? ja, Toll. ja. Ich sag... Ja, nimm die Füße vom Tisch. Da muss man schon klug aus... Und? Sieh her. Oh, nicht auf Tee? Nein, nein, nein. Ah, gut, ich dachte, der nimmt sich das jetzt nochmal. Willst du die Wartenummer? Was hast du da? Reicht es dir etwa noch... Dann... Dann... Puh, ist... Nee, nee, ich wollte eigentlich nur reden. So, das haben wir schon. Ich habe ganz schön was Ich durchgemacht. habe ganz schön was durchgemacht. Ja, wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist. Ja, danke, vielleicht, eventuell, unter Umständen, wenn es sich nichts ausmacht oder so. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte. Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Gar kein Problem. Ich muss Ich weg. muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Okay, also wir müssen weg da jetzt. Wir müssen den Dingens da kontaktieren. Ich schätze mal, dafür müssten wir raus aus der Stadt, wollte ich sagen, aber daraus wird wohl erstmal nichts. Ich dachte, wir könnten hier vielleicht raus. Okay, dann müssen wir natürlich jetzt erstmal suchen, wo wir hin müssen. Dann gehen wir mal vor Tonis Hütte. Ach, oder zu Tonis Hütte halt. Wie auch immer. So, dann. Warte mal. Wir können doch mal die Klingel benutzen. Vielleicht bringt's ja jetzt irgendwas. Los. Nein, leider nicht. Okay. Dann gehen wir mal rein. Ach, hier kocht nach wie vor der treue Topf. Der kocht nach wie vor sich hin. Wir haben auch nichts Neues dabei, ne? Nee. Okay, dann gehen wir mal wieder nach oben. So. Dann hinter Tonis Hütte. Und hier gibt es ja tatsächlich nichts. Verdammt. Okay, wir haben ein Narkotikum. Wir haben eine Wünschelrute. Handschweißgerät, Espresso-Trichter, Mikrofon. Wir müssen auch mit Sicherheit irgendwie zur Poststelle kommen. Dafür brauchen wir eine Uhrzeit. Und zwar unter, nicht unter Umständen, sondern am besten eine möglichst frühe Uhrzeit. Hallo, jetzt geh nach unten. Na los. So, wo kriegen wir eine Uhrzeit her? Ich habe keine Ahnung. Ach komm. Just for fun nochmal.
Das war's wohl mit der Trinkwasserreserve. Wenigstens geschah es für einen guten Zweck. Ja, dann hat sich das ja gerade erledigt. Also dann, Arthoris, mal kurz überlegen. In die Gasse? In die Gasse wollte ich, genau. Da wollte ich mal Folgendes ausprobieren. Erstmal mit Hanek kurz reden. Hallo nochmal. Ah, hallo Schnupzipu. Ach, okay. Bis bald. Tschüss, Schnutzipu. Ach, Schnutzipu, schöner Name. Ich dachte, da wäre jetzt vielleicht mal was Neues, aber leider nicht. So, vielleicht können wir ihm das Narkotikum andrehen. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung und dabei geht's. Okay, nochmal. Los, reden. Hallo, Dr. Gizmo. Ja, was gibt es? Ich will einen Notfall melden. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Diebstahl? Das hätte man... Sie haben... Das hätte... Nein. Und ich... So, das wollte ich eigentlich haben. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Okay. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Ich komme wieder. Ich kann es kaum abwarten. Hasta la vista. Blöbe. So, Feuerlöscher haben wir. Ein Mikrofon. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Also wir müssen, glaube ich, irgendwas anzünden. Niemals. Und... Eventuell müssen wir einfach den Baum anbrennen. Ich kann doch nicht einfach den letzten Baum der Gegend abfackeln. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Herbizide? Das Narkotikum? Das ist auch so schon langweilig genug. Oh, schade. Okay, vielleicht mit dem Espresso ein bisschen nachhelfen? Es wird Zeit, dass ein wenig Schwung in die Sache kommt. Leicht gesagt. Ach, verdammt, ich dachte, das wär's jetzt. Scheiße. Also, Mist. Was auch immer. Dietrich, Narkotikum, Luftballons. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir mit diesem ganzen Zeug anfangen sollen. Also jetzt mal ehrlich. Hier, dem Dartfall, dem Gizmo in den Kopf. Gizmo hat meine Philosophie und... Oh, Mann. Ich dachte, das wär's. Oh, schade. Mit dem Bohrer... Ich kann das Ding nicht mehr... Nein. Okay, Wir können nochmal den Arztschrank öffnen. Los, mach auf. Mach, los. Nein. Okay, Narkotikum reinlegen. Nein. Warum macht das nicht auf? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Mach auf, bitte. Nein, okay. Moment nochmal. Ich gehe mal wieder rein. Los. So. Macht er das jetzt offen? Huch. Da war ich ja leider ein bisschen weg vom Mikrofon, habe ich überhaupt nicht gemerkt. Nee, macht er nicht auf. Okay. Lachgas. Der Clown unter die Narkosegasen. Clowns. So, vielleicht braucht sie einfach noch ein bisschen Espresso. Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Nee. Narkotikum? Dafür brauche ich nur mein gutes Aussehen und meine Gentleman-Manieren. Aber ich behalte das mal als Plan B im Hinterkopf. Natürlich. So, wir haben ja eine Wünschelrute. Dafür brauche ich... Aber ich... Können wir die vielleicht bei ihm anwenden? Hier beim Gizmo? Gizmo hat meine Philosophie. Nein. Okay. Also wir haben... Boah, wir haben hier so viel Zeug und ich habe wirklich... Da fehlt eine kleine Klinke auf großer Blödsinn. Oh, schade. Zahnbohrer... Espresso und Narkotikum. Für chemikalische Experimente ist spät. Jetzt brauche ich vorhersehbare Resultate. Ja, vorhersehbare Resultate, aber... Was soll ich tun? Ich habe es noch nicht ganz begriffen. Moment, wir machen das jetzt mal folgendermaßen. So. Huch. Ah. Einmal speichern. So, und weiterspielen. Dann haben wir jetzt nämlich mal so ein bisschen Gelegenheit, hier ein bisschen durch die Gegend zu gucken quasi. Was könnten wir denn noch so generell tun? Also der Wenzel ist ja verschwunden irgendwie. Hier können wir nur zu Tonis Laden und ins Rathaus. Wir müssen noch irgendwie in diese verdammte Poststelle reinkommen. Die Frage ist nur wie.
Ich habe hier ein Mikrofon, da Alter. Da fehlt ein Adapter. Kleine, großer... Kleine, ja, natürlich. Geh mal bitte hier hin. Mit den Automaten. Hebel, was macht der nochmal? Ich habe lange genug, jetzt heißt es nicht, wofür ich alle Zeit der Welt habe. Natürlich. So, ach, weißt du was, ich guck das ich mal an. Ich hasse Schlangen. Vielleicht müssen wir doch was im Büro des Bürgermeisters machen. Wir haben ja jetzt das Mikrofon. Eine Klingel-Gegensprechanlage. Vielleicht da drauf legen. Da fehlt ein Adapter. Großer. Ja, ja, okay. Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Natürlich. Nächster bitte! Nächster bitte! Okay, klingeln. Aha. Können wir uns nicht da reinsetzen? Schade eigentlich. Ich würde mich mal jetzt gern hinsetzen. Achso, hier können wir nur auf und zu machen. Ist sonst gar nichts hier? Also ich meine so wirklich nichts. Außer den Fernschreiber. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Das ist die Frage. Nicht, sondern wie zur Hölle komme ich jetzt weiter? Das vielleicht? Keine Reaktion. Dads Wasserquelle muss woanders sein. Ah, vielleicht muss ich wirklich die Wasserquelle finden. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Kissen. Ah, Erdmagnetfeld. Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Nehmen wir mit. Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Irgendwie kennen wir die zwei Sätze schon. Das Kisten können wir nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Erdmagnetfeld. Ein Gerät, das die Idee... So, das kommt da in dem fehlt Mikrofon. Ein großer... Nee, okay. Das damit. Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar erkennt sie nur klares Wasser. Okay, wir haben auf jeden Fall etwas, das das Erdmagnetfeld verändert. Mal überlegen. Erstmal nochmal hier zumachen. So, okay, hat jetzt original gar nichts gebracht. Okay, dann gehen wir nochmal zum Fernschreiber. Da kam auch diese nichts. Technik ist. Diese Technik ist voll für die Katz, okay. Das könnten wir eventuell beim Sitzungssaal benutzen. Glaube ich, vielleicht. So, hier erstmal Tür zu, dann zur Bühne. Was passiert denn, wenn wir jetzt hier... Das Erdmagnetfeld zu manipulieren fällt garantiert unter Amtsmissbrauch. Bei mir ist es okay, ich bekleide ja kein Amt. Schade, ich dachte, wir könnten das vielleicht das hier... Das Erdmagnet... Bei mir ist ich begleite. Warte, war das... War... Ach, nee, okay. Hier ist nur Low-Tech. Espresso können ich wir ihm wette, auch nicht... Ich wette, er wäre immun dagegen. Okay, das können wir ihm auch nicht geben. Narkotikum vielleicht? Das wäre wie Öl ins Feuer gießen. In langweilig. Oh. Okay, das haben wir ausprobiert, das haben wir ausprobiert. Was können wir denn noch machen? Wir können ihn pieksen. Versuch das ja nicht, tot Erich, ich reiß dir den Kopf. Natürlich. Meine Güte. Er hat eindeutig einen erholsamen Schlaf. Aha, die Uhr. Oh, Mist. Lange Finger, leise Treter, Rufus war der Übeltäter. Wicko, wicko, wicko. Pam, 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 pam. Okay, wir haben endlich eine Uhr. Es ist Zeit für ein weiteres Manöver. Natürlich, und ich weiß zufällig auch schon, wo es eventuell sein könnte, dass wir das benutzen. Öffnungszeiten. Ja. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du
hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee. Nee. Cool. Auf zur Passstelle. Huch. Hä? Was ist denn da oben los? Und vor allem hier unten, was ist das denn für einer Postbot? Okay, Ersatzschublade. Nehmen wir. Fehler. Dann halt nicht. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Da haben wir noch eine Klappe. Können wir da dran? Ohne dass er uns sofort anschreit. Oh, eine süßes Kätzchen. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Oh Mann, ey, eine Katze da drin zu haben, ist aber auch echt. Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. Oh. Ja, so viel dazu. Können wir die direkt wieder aufwecken? Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Okay, das sollte ich mir merken, dass das hier so eine schöne Reaktion gibt. Der Job ist so langweilig, dass ihn nur ein Roboter machen kann. Und selbst der zeigt schon Anzeichen einer Depression. Ja, natürlich. Wir sprechen noch mal mit einem guten Postbot.